In der Eisenstraße in Ipsitz existiert eine ganz besondere Akademie. Eine Akademie für Schmiede. Immer mehr Jugendliche fasziniert der Umgang mit Eisen und dessen Gestaltung. Schmiedekünstler geben hier ihr Wissen in regelmäßigen Lehrgängen weiter. Aber wie geht man an die Sache heran? Ja, als allererstes kommt natürlich mal der Gedanke. Der Gedanke wird dann umgesetzt in Zeichnung, wird dann eventuell auch modelliert in Plasteline. Der nächste Schritt ist dann, wenn man die Gestaltung fertig hat, muss man sich natürlich überlegen, aus welchem Ausgangsmaterial wird es geschmiedet. Ja, und erst wenn das alles vorbereitet ist, geht man eigentlich erst hin in die Schmiede zur Esse und fängt an. Was lernt man da ganz am Anfang, wenn man als ganz junger Schmiedeakademiker anfängt? Also die Grundvoraussetzung sind die Grundtechniken, also ohne denen geht es überhaupt nicht. Also das ist das Erste, was eigentlich den Schülern vermittelt wird, also wie Strecken, Breiten, Stauchen und so weiter. Und aufgrund dieser Erfahrungen oder der Kenntnisse kann man auch wirklich erst anfangen zu gestalten, weil man dann auch weiß, wie sich das Material verhält und einfach auch die Sprache des Eisens dann auch kennenlernt, weil Eisen verhält sich anders als zum Beispiel Holz. Was macht eigentlich für Sie die Faszination des Schmiedens aus? Die Faszination mit der Elementarität, mit dem Kontakt mit Feuer, Wasser, mit der Hitze und Kälte. Und es ist schon etwas, was einfach greifbar ist und auch körperlich, was man wirklich auch mit dieser Technik auch unglaublich auch eine körperliche Präsenz auch dann hat. Ganz genau, was noch fehlt, und dadurch kriegst du dann beide auf die gleiche Länge, weil hier ist dein Anschlag. Auch in der neuen Mittelschule in Ipsitz gibt es Schmieden als Freifach. Dieses Angebot gibt es nicht überall. Nein, wir sind in der glücklichen Lage, dass die Schmiedeakademie, die Niederösterreichische Schmiedeakademie in Ipsitz, der einzige Standort eigentlich in ganz Österreich ist. Der pädagogische Wert ist ganz einfach zusammengefasst. Man kann sagen, hier wird verbunden kognitives Lernen mit handwerklichen Fähigkeiten und auch einer haptischen Erlebbarkeit. Und dieses Rundumlernen ist etwas, was den Schülern, den heranwachsenden Jugendlichen sehr viel mitgibt für ihr Leben, weil sie dazu auch noch das Erfolgserlebnis haben, vom Ausgehen von einem Stück Eisen sozusagen am Ende ein Werkstück in der Hand zu haben, von dem sie behaupten können, dass dieses Werkstück zur Gänze durch ihre Kraft und ihr Wissen entstanden ist. Und so entstehen an Essen und Ambossen kunstvolle Werke, die auch manchmal ganz nützlich sein können. Mit der Pflege dieses traditionellen Handwerks trägt die Schmiedeakademie dazu bei, dass auch in Zukunft die Eisen glühen und kunstvoll geformt werden.